Meine Damen und Herren, liebe Kinder, Frühaufsteher und abends Spätschlafengeher, mein Name ist Leon D'Agabo und ich begrüße Sie hier ganz herzlich zu einer weiteren urzeitlichen Folge hier im Dino-Paradies von Ark Extinction. Ja, Sie haben richtig gesehen, wir spielen Ark Extinction und wir sind in einer Wüste. Wir konnten es selber kaum fassen, als wir in der letzten Folge dieses Örtchen entdeckt haben. Aber wo bleiben meine Manieren? Wie immer, an meiner Seite meine Freundin und Partnerin im Koop Asgard86, a.k.a. Leon D'Agabina. Mein Engel, wie geht es dir? Ah, gut, ey. Und dir? Blendend. Wie soll es mir auch anders gehen an diesem sonnigen Tag hier in der schönen Wüste der Extinction? Und, gut. Ich habe zum Ende der letzten Folge, wollte ich mir ein Känguru zähmen, aber das habe ich letztendlich gefressen, weil wir hatten keine seltenen Pilze dabei. Ich wäre fast umsonst nach Hause gefahren, also auf meinem Vogel nach Hause gefahren. Und das wäre umsonst gewesen, weil dann hätte ich Gemüse geholt und keine seltenen Pilze. Egal, wir werden irgendwann ein Känguru haben. Ansonsten, wie immer, natürlich ein dickes Dankeschön an euch für Likes und Bewertungen in der letzten Folge. Aber allen voran natürlich für eure Aufmerksamkeit für dieses dino-haftige Projekt. Lasst uns loslegen. Wie immer haben wir viel zu tun. Wir bauen jetzt erstmal hier eine provisorische Base. Ganz neu hier. Aber wir müssen vorsichtig sein. Die Wüste ist gefährlich. Los geht's! Ah. Da hinten mal im Wasserfall oder willst du hier bauen? Nö, nee, dann schon am Wasserfall, ne? Wenn wir die Chance haben. Hier sind Geysire. Ich blicke hier und auf einmal der Himmel verändert sich voll. Das ist bei mir auch hier gerade. Er hat so ein paar Probleme mit dem. Mit den Spiegelungen. Bei mir hat er noch alles, wenn ich jetzt gucke, spiegelt er das andere mal wieder nach raus. Ja, klar, aber. Oh, was ist das da oben? Das sieht so komisch aus. So, benutze deine Hände oder eine Fackel, um diese Rohstoffe zu sammeln. Das ist auch. Ey! Wer wurde jetzt vergiftet? Vogel, du? Aber. Ich habe eine Explorer-Note. Nein, ist ja super. Wollen wir uns die vormerken? Oder willst du die gleich benutzen? Weil dann dürfen wir wieder. Töten. Er wurde hier irgendwo fast auf der rechten Seite provisorisch bauen wollen. Was hältst du davon oder willst du unten bauen? Nein. Alles, was dein Begehr ist, aber wir können sie ja trotzdem nehmen. Wenn wir bauen, kriegen wir auch ordentlich XP. Ja, links ist er hier neben mir. Oh, hier ist gerade Remy Demi da hinten. Remy Demi. Hey, yippie, yay, yippie, yay. Krawall. Hier bauen? Guck mal hier wäre doch perfekt. Hier ist schön. Neben dem Wasserfall. Wie weit wir weg von zu Hause sind. Ja, wa? Wir haben nichts hier. Nichts, was wir alles zu Hause haben. Wir brauchen. Ja, alles. Ganz dringend neue Sachen. Wir brauchen einen Teleporter. Ja. Wir brauchen einen Teleporter. So, oder wir schicken Gasbags los. Einer fliegt zurück, baut einen Gasbag und schickt dir erstmal einen Grundsatz an Ressourcen rüber. Was braucht man denn für ein Gasbag? Vielleicht Gas. Ich putze mir mal eben die Nase. Mikro aus. Da. Das ist es nicht. Wie hieß denn das Ding überhaupt? Transport irgendwas. Oder? Nein, das war es auch nicht. Ich weiß es nicht mehr. So, Asmodus-Krümmen. Wir haben so viel. Hier, Zustellbehälter. Eine Gasblase, okay, von einem Gasbeck eine Gasblase brauchen wir da bloß. Dann könnte man den nämlich bauen. Davon haben wir ganz viele von den Gasblasen. Das ist ganz einfach. Von den Gasblasen haben wir ganz viele. Ich glaube, ich habe sogar ein paar dabei. Weil
meinen Vogel. Wir haben eigentlich so, dass man hier zumindest schon mal was hinstellen könnte, würde ich sagen. Ja, wenn nicht, muss man halt erstmal, wie gesagt, das bleibt provisorisch. Bis wir dann in der Lage sind, die Teleporter zu bauen. So lange dauert das gar nicht mehr. Und dann bereiten wir uns da vor und dann können wir das dann richtig schön ausbauen an der jeweiligen Stelle. Ja. Und wenn es halt nur wirklich für den Teleporter ist, damit wir schnell hin und zurück können, damit wir ein bisschen hier in der Wüste leben können, weil die paar Ressourcen halt, die hier exklusiv in der Wüste wachsen, die sind wichtig. Also wie zum Beispiel die Seide, aber halt auch nur bedingt. Ich würde halt hier nur einen Außenposten hinbauen. Nur einen Außenposten. Ja. Ansonsten gibt es ja auch nichts Neues. Sieht verdammt cool aus, keine Frage. Man hätte sich ja auch hier komplett einrichten können, aber es scheint hier wenig Metall zu geben. Also weiter oben wieder mehr. Aber... Ah, ich fliege nur eine kleine Runde. Okay, und ich würde hier direkt unten neben dem Wasserfall bauen wollen. Klar, mach das. Okay ist. Einfach mal ein Stückchen hochfliegen. Ja, aufpassen, dass ich nicht versehentlich die Note erwische. So, hier rechts würde ich bauen. Genau. Dann haben wir den schönen Blick auf den See und alles. Zumindest, dass wir erstmal schon mal anfangen können, provisorisch hier was Kleines hinzustellen. Ja, gucken wir mal so. Hier hinten ist auch noch so ein Trümmerfeld. Okay. Oder so ein paar Ruinen. So. Ich nenne es mal Wüstenbett. Vielleicht sind wir hier auf Tatooine. Mos Eisley. Nirgendwo wirst du mehr Abschaum finden als hier. Ich kann schon auf mich aufpassen. Halt die Klappe, Lou. Aber. So, dann hätten wir das. Da. Ja, du, guten Tag, was bist du für ein komisches Teil? Achso, du bist schon wieder eine von diesen Ameisen. Ja, aber hier gibt's die besseren Ressourcen, ne? Wo? Hier ist auch Metall auch noch. Um die Ecke. Aber hier gibt's auch alle Spookies und sowas, da müsste man einen Geschützturm oder so aufstellen, damit wir Ruhe... Aber, naja, den musst du auch immer mit Munition versorgen. Aber da könnte man eine Mod installieren, also das finde ich immersiv. Warum sollte man echt wirklich Munition produzieren für seinen Geschützturm? Da kommt es ja zu nichts anderem mehr. Also würdest du da nicht hier vorne bauen, oder wie? Ja, ein Stückchen weiter rüber, damit wir hier rüber zumindest eine Grundlage hätten mit dem Metall und dem Obsidian. Na, es ist zwar auch eigentlich, es ist ja auch nur ein Außenposten. Eigentlich sollten wir da bauen, wo wir wollen. Wenn nicht, muss man dann drüber fliegen. Mach mal, bau mal da drüben, ist in Ordnung. Alles cool. Er hat gerade wieder abgerissen. Lass dich nicht verwirren. Ich hab mir den letzten Spot ausgesucht gehabt. Ich habe mir den letzten Spot ausgesucht gehabt. Nein, wo möchtest du denn? Nein, du suchst jetzt den aus. Ich hab den am Brunnen ausgesucht. Ich sag dazu nichts mehr. Okay. Halt doch wieder hier absetzen. Na gut. So, ist jetzt erstmal nur provisorisch. Von Stroh gar. Ah ja, genau. Von Stroh war ja das Problem. Es gab kein Dings. Genau. Da gab es ja keine S-Plus-Sachen. Leider nicht. Also doch, gleich Thatch natürlich. Thatch. S plus Thatch Foundation, doch. Ja? Ja. Muss nur auf Thatch gucken. Okay. T-H-A-T-C-H. Thatch. Thatch Hammer. Dum bam. Stimmt.
Warum habe ich denn das noch nicht gelernt? Ist doch nicht schlimm. Das ist der Rand da hinten. Ansonsten, ja, hier gibt es ein paar Dinos, ein paar andere. Ach, du warst das, Mädchen. Jetzt sagt er gerade Hilfe. Was ist hier los? So. Jetzt doch wieder hier probieren. So. Provisorisches Bauen. Go. Go. So, was kostet denn überhaupt ein Teleporter? Wie weit sind wir denn vom Teleporter entfernt? Da braucht man einen Tech-Generator. Wie kriegen wir einen Tech-Generator? Da müssen wir doch... Müssen wir doch so einen komischen Viecher erledigen, ne? Ja. So eine Titan. Na, es sei denn, wir haben das Glück und haben es wirklich so wie die Kryokapseln und so in einem Supply drin. Ja, aber kannst du dann auch die Tech-Sachen bauen? Wie zum Beispiel den Teleporter? Teleporter. Drop a beacon, uses element shards. Hier, benötigt ein Gramme Tech Teleporter. Der ist hier. Den kann ich aber nicht herstellen. Alter, ist dieses Tech-Symbol. Oh! Oh mein Gott, werde ich! Flieg! Was für ein blöder Dino. Du musst überleben! Ging alles nochmal gut, haben wir nochmal Glück gehabt. Okay. Ich bin so beeindruckt gerade hier von der Map, also von dem Stück hier alleine wieder. Das ist so komplett anders als drüben. Sowas gab es bei Aberration nicht. Ja, doch, die Höhlen der Rock Drakes und so. Ja. Aber wir haben hier noch ein Schneebiom und wir haben hier auch noch Höhlen. Mann. Voll cool. Das ist schon cool. Das ist schon sehr cool. Ja, aber wir brauchen halt Teleporter. Na gut. Das kriegen wir alles noch hin. Wie kriegen wir den? Das will ich machen. Oh, da kommst du angeflogen. Ich sehe dich. I'm on my way. Hey, ich hab mal Monk raushängen lassen. Ein 5x5. Also erstmal nur provisorisch. So, hier hinten schön in die Ecke. Die Bettchen. So, umbenennen. Das ist Wüstenbett 1. Hier steht Desert Titan. To unlock the tech ram for the tech generator, you have to defeat the Mega Peticos on Medium Beta, the Manticore on Easy Gamma Difficulty or the Desert Titan. Ist das überhaupt? Der Wüstentitan ist ja hier. Dieses fliegende Ding? Ja. Wie kriege ich das? Na, der kommt irgendwann. Der müsste eigentlich hier irgendwo sein, aber er ist ja nicht die ganze Zeit da. Ist nicht die ganze Zeit da? Kommt der einfach oder wie? Ja, soweit ich das mitgekriegt habe, kommt der einfach. So, the Desert Titan aka the Sky Titan is a passive floating creature. It has tiny little minions that follow it and attack to protect their master. The Desert Titan can also summon blue lightning strikes from the sky. Ist das hier überhaupt zuständig für dieses Spiel? Für Extinction oder ist das wirklich hier nicht aktuell? Doch, sollte aktuell sein immer alles.
Naja, gut. Da müssen wir uns mal schlau machen. Aber jetzt erstmal weiter. Wo bist du? Da drauf, ja. Boah, hat mich hier gerade so ein Tornelfiech da angeschossen. Naja, Stroh? Provisorisch. Wir ja, aber erstmal. Selbst wenn wir provisorisch bauen, hier in der Gegend, hier sind ja viele wilde Tiere. Und, okay. Da sollten wir zumindest Stein nehmen, weil ab Stein können es Dinos nicht mehr zerstören. Ja, echt, ist so. Dann die Wände aus Stein. Dass der Boden weich ist mit Stroh, ist in Ordnung. In der Hoffnung, dass sie uns den Boden dann nicht wegfetzen, machen wir jetzt Steinwände, okay? Guter Deal? Ja. Wir kriegen Sand, können wir hier fast vielleicht mit Lehm machen? Ja, ich glaube ja. Gut möglich. Oh, es regnet! Ich dachte mal, dass wir Regen sind. Oh mein Gott, es regnet! Wie schön dieses Spiel einfach mal ist. Wie schön dieses Spiel einfach mal ist. Okay, ich helfe. Ich habe all meine Steine weggeschmissen, so traurig. Das ist das erste Mal, dass wir hier in Extinction Regen sehen. Oh, cool. Ist die Welt vielleicht doch noch gar nicht so weit tot? Naja, wenn es regnet, ist glaube ich alles in Ordnung. Wobei, wir befinden uns ja hier innerhalb einer separaten Kuppel. Und, naja. Es ist glaube ich simulierter Regen. Ich weiß nicht. Ich klopp mal Steine. Oh, viel Sand bekommt man. Ja. Ja, irgendwas kann man machen. Den Sand kann man dann verwandeln in Lehm oder wie? Da, wenn wir Lehm herstellen können? Nein, ich habe immer gedacht, das sind Lehmbauteile, das sind Sandsteinbauteile in den Engramm. Die hellen. Haben wir Sandbaustein? Ja, Sandbausteine sind das. Adobe Hedgeframe ist das nicht? Nee, das ist Lehm, ne? Das ist Lehm. Lehm, Tatsache. Lehm! Kein Bauplan für Lehm? Kann man das? Was braucht man dafür? Ne, da brauchst du extra Lehm für. Schade. Aber das war ja Scorched Earth. Das kann natürlich auch sein, dass das dadurch jetzt so hier ist. Weiß nicht. Na gucken, wir werden es rausfinden. Wenn nicht, schmelzen wir es mal ein, vielleicht für Glas. Ja, vielleicht. In die Forge damit wie bei Minecraft. Cool. Zap. Hallöchen. Okay, dann wollen wir mal Wände bauen. Oh, da ist alles weggeräumt. Okay. Du wolltest gerne Stein, also wird alles auf Stein gesetzt. Ja, dann lass mich doch schnell die Sachen wegschießen mit der Demogun. Pam, 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 pam
Wollen wir den Sand aufheben oder erstmal wegschmeißen? Nö. Weil der extrem viel. Der schwer? Ja. Tatsache. 825 Stück sind schon mal 40 Kilo. Da steht, benutze es, um Lehm herzustellen. Erhält man aus Sandstein. Aber wie, wie denn? Wie stellt man Lehm her? Ja, ich steck's erstmal in Vogel rein. Ach, in Maischen und geh aber erstmal Holz sammeln. Okay. Wir haben ja hier genug. Ha! Stonehenge, nee, Stone. Window Frames. Projekt. Zwei, dritte Base. Dritte Base? Ja, tatsächlich. Dritte Base. Das ist ja die dritte Base. Projekt Schöneböhm. Schöneböhm. Projekt Tine Wittler. Ja, oh, freue ich mich auf Freitag. Hab ich einen Kohldamm. Was gibt's? Hühnerfrikassee, ne? Hühnerfrikassee gibt's. Ja, lecker, lecker. Nimm, 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 nimm. Und ich hab schon für die Woche danach auch ein Essen im Kopf. Ne, da bin ich wieder dran, ne? Okay. Die Woche danach komme ich nicht, da bin ich bei meiner Familie. Nein, für danach. Weihnachten? Ja. Ja, ich auch. Ich hab auch was. Und zwar, Pommes. Mit Nuggets, genau. Aus unserer neuen Heißluftfritteuse. Und hey. Dann am dritten Weihnachtsfeiertag, unseren ganz inoffiziellen dritten Weihnachtsfeiertag, gibt es dann Pizza auf unseren neuen Pizzabackstein. Echte Stein auf Pizza. Auf einem Stein zubereitet. Richtig lecker, oder? Voll geil. Was haltet ihr eigentlich geil. Von Pizza zubereitet auf einem heißen Stein? Drückt uns nochmal auf den Like-Button, falls ihr Bock auf Pizza habt, damit wir wissen, dass ihr Bock auf Pizza habt. Oder ihr Bock habt, dass wir Pizza essen. Hey! Nee, das finde ich gut. Oh, hier ist eine Ankühlung noch. Naja. Ein Dödi, wenn du ein Dödi klar machst. 138 Ankühlung. Mhm, ich verstehe. Wenn du noch einen zweiten willst. Ich habe einen in der Tasche. Ein Dödi habt ihr hier gesehen. Der ist auch in der Nähe. Du bist Stone Double Double. Stone Double Door Frame. Da ist so einer. Jetzt brauche ich Steine. Alles klar, wir brauchen Steine. Ja, warum packe ich eigentlich meinen Dödi nicht aus? Warum packe ich eigentlich nicht meinen Dödel aus? Ich habe mal Ankylo. Ich guck nicht mal mein Dödel, mein Ankylo meine ich natürlich. Hast du den jetzt klar gemacht oder wie? Nee, der Dödi ist Level 7. Was haben wir da oben? Oh nein, der schläft schon wieder. Achso. Level 2. Er ist noch betäubt von vorhin. Das hat sich nicht weiter abgebaut. Na, wir hätten die Möglichkeiten. Ankylo 138, der ist und ein Dödi Level 2 und Level 7. Finde ich episch. Was wollen wir alles nehmen? Ich hab alles, was ich brauche. Beide Dödels? Ja, klar. Nee, eigentlich nur ein Dödi. Oh, wer ist das denn da? Der ist doch böse. Oh nein, die Dings ist wieder buggy. Die was? Die Bola. Nein, geht gar nicht? Die geht wieder an Steindingsen. Oh, wie schön es hier einfach mal ist. Wie wunderschön. Ich habe auch schon wieder... Kryo-Abklingzeit, nee, das ist die Kryo-Abklingzeit. Verursacht Kryo-Krankheit bei aufgetauten Dinos. Kommt das jetzt jedes Mal? Steh auf, mein Freund! Es ist hellichter Tag! Hab ich keine Stimmbären dabei gehabt? Nee, leider nicht. Doch, da, 34. Hau rein, los! Kurz mal ein bisschen sammeln. Dödel liegt. Der Level 7er. Cool. Aber wir haben jetzt leider kein Gemüse, wa? Können wir immer gut gebrauchen. Ja. Frisst du auch Kaktusfleisch? Kennst du nicht, ne? Doch, eigentlich deine Wüstenäquivalente kennen ja auch Wüsten, Kaktusfleisch. Mein Freund.
Isst du das? Kannst du das essen? Wo ist Nahrung da? 68? Ja. Ja, natürlich eine gute Möglichkeit, das rauszufinden. Meißen, komm mal her. Wir fliegen mal rüber. Vielleicht frisst er auch hier die Kaktusse. Warte mal, der kann doch auch farmen, ne? Jupp, alles klar. Warum bist du so voll? Ach, wegen mir bist du so voll. Da können wir was machen, mein Freund. Da gibt's was von Ratio Farm. So, 100% kriegt er gerade. 3 Level sind das dann immerhin. Das ist auch okay. Finde ich in Ordnung. Jetzt guck ich aber mal, ob er vielleicht auch mit der Kaktusse was will. Ja. Wie schmeckt die Pflanze eigentlich? Was macht die? Beide Werte nach oben? Könnte möglich sein. Ein Stück Kaktus, das Saft enthält beim Konsumieren deinem Körper Wasser zufügt. Okay. Also wir hätten da eine extra Wasserquelle. Ja, aber gut, aber ziemlich schnell. Wir hätten hier auch einen See. Ja. Gelle. Und hier haben wir eventuell sogar eine Stromquelle. Gibt es kein Geysir, kein Gezeitenkraftwerk? Nicht Gezeitenkraftwerk, sondern ein... Doch, man kann bestimmt... du kannst einen Brunnen draufstellen. Ist das so eine Wasserquelle? Das sind so eine Wasserquellen, ja. Wow. Na gut, aber egal. Leute, das soll es für heute gewesen sein. Mit Ark Extinction uns hat es eine Menge Spaß gemacht. Wir hoffen euch auch, ganz ehrlich. Wir hoffen auch, dass ihr uns auf den Like-Button drückt. Das wäre echt ein super Support von euch. Wir freuen uns auf euch in der nächsten Folge. Wiederschauen und reingehauen. Der Asgard und die... Leo. Tschüss. Bis dann.